Hallo, hallo ihr Schnubbis und herzlich willkommen zu einem neuen Equine Passion Video mit Vieh. So, wo fangen wir an? Ich bin manchmal ein bisschen verplant, das kennt ihr ja schon. Ich habe von euch geschrieben bekommen, dass ich in Zukunft nicht mehr so viel quatschen soll. Ja, das ist irgendwie so ein Teil meiner DNA, das geht nicht weg, das kann ich nicht eliminieren. Sonst müsste ich mich wahrscheinlich selber irgendwie verändern. So DNA-Change oder so. Ja, aber ich weiß schon, was du meinst und ich denke, du meinst das mit den Ankündigungen. Ja, ich glaube, das kann ich definitiv ein bisschen abkürzen, aber ich will euch ja auch die Informationen nicht vorenthalten. Also werde ich das einfach ein bisschen so machen, dass ich in Zukunft das immer anklicke. Ich lese es mir dann durch und fasse es euch einfach nur mal zusammen. Wenn ihr das gut findet, dann könnt ihr mir das ja unten in die Kommentare schreiben. Jackie hat hier so das Pearl-Gen eingebaut oder möchte es noch einbauen und hat dafür mal gefragt, wer oder wie oder was das so aussehen soll. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, dass sie hier schon zwei Vorlagen gemacht hat, weil ich finde die persönlich echt richtig hübsch. Und mal gucken, was sagt ihr denn dazu? Ist das realistisch, dieser Pearl-Effekt? Oder eben nicht? Schaut es euch einfach mal an und schreibt mir es dann unten in die Kommentare. Das soll der Palomino Pearl sein. Ich bin allgemein nicht so ein Fan von Pearl-Effekt. Das finde ich irgendwie nicht so dolle. Ich mag das nicht und ich finde auch, dass es eben in Real bei den Pferden nicht so häufig vorkommt. Aber nichtsdestotrotz finde ich es mal wieder sehr gelungen umgesetzt. Und dann gucken wir uns gleich nochmal den anderen an. Das ist also der Sorrel Pearl. Ja, da auch wieder dasselbe. Ich finde jetzt Pearl einfach nicht so dolle, aber ich finde ihn schon hübsch fürs Spiel. Dann gab es noch ein Update und zwar ein Community-Wunsch-Update, das mit dem Pferdetraining, dass das jetzt nicht mehr auf der Extra-Seite kommt, weil es einfach eine zu lange Ladeseite ist und auch die Texte waren sehr lang und das ist gerade, wenn man mit dem Handy spielt, sehr praktisch jetzt, weil es natürlich auch nicht unbedingt so viel Datenvolumen frisst. Was sie auch gemacht hat, war, dass sie die Nachkommenübersicht um die verstorbenen und verschwundenen Pferde erweitert hat. Das heißt, also bei jedem Zuchthengst oder auch bei jeder Zuchtstute kann man jetzt jedes denkliche Pferdchen, was jemals geboren wurde, sehen. Ganz egal, ob es eben verstorben ist oder eben nicht mehr existiert im Spiel. Und anstatt der Fohlennote ist jetzt die Körungs- und Prämierungsnote angezeigt. Wir gucken uns das natürlich gleich auch mal, nämlich gleich mal bei Mila Solil, weil die ist ja jetzt gleich mal dran als erstes. Inzwischen hat sie übrigens schon 80 Minuten Kondi und wir sind auch extrem weit schon im Trainieren. Da können wir jetzt hier mal 40 Minuten noch machen, weil insgesamt haben wir ja 80 und hier seht ihr schon, also Trainingseinheit 1, das ist jetzt tatsächlich alles immer auf der Seite direkt darunter. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das jetzt findet, ob ihr das wirklich als Spielerleichterung seht und oder ob euch das völlig egal ist. So, hier machen wir auch mal weiter, die letzten 40 Minuten. So, genau, dann gehen wir noch ein bisschen spazieren, damit wir die Kondi auch ein bisschen hochtreiben. Fertig. Da seht ihr jetzt auch, das ist einfach viel schneller, das ist einfach, ja, es ist einfach einfacher. Also ich finde es toll. Ich war anfangs zwar ein bisschen irritiert, weil ich auf die zweite Seite gewartet habe und sie nicht kam, aber ich finde es tatsächlich richtig, richtig gut. So, was jetzt auch bei Mila Solil war, sie hat übrigens schon einen Preis gewonnen beim Turniererfolg. Sie hatte nämlich den Platz 4 in TK1 beim Springen mit einer glatten 10,0 und wir haben ein Preisgeld gewonnen von 1100.
ihr könnt jetzt eigentlich mal kurz klatschen für die Kleine, weil das hat sie echt toll gemacht. Und da war ich auch total überrascht, dass das jetzt schon ist. Ich meine, wir spielen jetzt gerade mal seit ein paar Monaten und die Kleine hat sich echt super gemacht. So, dann gehen wir zu den Reitbeteiligungen. Da hat sich ein bisschen was geändert. Manche wurden leider verkauft, beziehungsweise kann ich ja nichts dafür, wenn sie verkauft werden. Das ist ja eure Sache und nicht meine. Deswegen sind es ja nur Reitbeteiligungen. Andere sind größer geworden und wie ihr seht, ich habe vielleicht auch ein bisschen ausgemistet, aber das habe ich ja das letzte Mal gesagt. Tja, die Alma. Das ist immer noch das kleine Paint. Bei der sind wir schon sehr weit, aber heute bin ich sehr spät dran bei der Aufnahme. Deswegen kann es gut möglich sein, dass manche schon trainiert wurden. So wie Alma zum Beispiel. Candy ist übrigens größer geworden. Sieht jetzt echt hübsch aus. Und man sieht auch echt schön die Deppels. Ich finde den neuen Araber-Skin... Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde ihn schön, ja, aber ich finde tatsächlich den Schweif ein bisschen übertrieben. Aber ansonsten ist er echt toll. Und die wurde, glaube ich, noch nicht trainiert. Nein, dann machen wir das doch. Inzwischen sind wir tatsächlich mit dem oberen Balken schon fast fertig. So. Payara. Payara ist... noch keine richtige Reitbeteiligung. Ich habe sie drin. Ich habe aber auch manche trächtige Stuten gekündigt. Das hat einfach damit zu tun, Payara ist schon seit 10 Monaten tragend. Das heißt, das Fohlen kommt ja bald. Ich habe alle gekündigt, die halt erst 3 Monate tragend sind, weil ich mir denke, ich kann dann in der Zeit, bis das Fohlen kommt, einfach auch noch andere Fohlen vorher trainieren. Und ich habe ja mir die Grenze gesetzt von 10, damit ich auch selber noch ein bisschen Zeit habe, Geld zu verdienen. Mushroom, unser kleiner, süßer Wallach, der ist tatsächlich schon fast austrainiert. Ja, 90 Minuten, dann sind wir, glaube ich, durch. Yay, wir sind durch. Er ist fertig. Fertig, fertig, fertig. Mit Springen zumindest. Wir werden jetzt als zweite Disziplin Cross-Country nehmen. Da hat er aber kein Turnierniveau. Was hat er denn sonst noch? Dressur ist auch kein Turnierniveau. Ach nein, TK1. Ja, dann nehmen wir wahrscheinlich TK1 in Cross-Country, weil Dressur ist ja im Endeffekt genauso mies oder gut oder auch, wie man das auch nennen möchte. Einfach nur, um das ein bisschen auszugleichen. Ihr wisst ja, wenn wir in den Turnierklassen bzw. in der Saison wechseln und mal springen und mal Cross-Country reiten, dann steigen wir in den Turnierklassen nicht so hoch auf und haben größere Chancen auf einen Turniererfolg. So wie unser kleiner Mushroom zum Beispiel. Der hat nämlich auch gemeinsam mit der Mila den 4. Platz gemacht. Und hat hier dann auch das Preisgeld gewonnen, was ja aber bei ihm nicht das erste ist. Wir hatten ja schon mal einen Erfolg mit ihm. Also der Kleine hat inzwischen schon 2100 verdient. Das ist doch mal nicht schlecht. Und genau aus dem Grund, und weil ihr alle auch derselben Meinung wart, ja, ich werde ihn definitiv behalten. Das heißt aber auch, dass ich da ein bisschen Geld zur Seite packen muss, weil ich nicht weiß, was der dann kosten soll, wenn er dann nach dem einen Jahr beim Pferdehändler steht. Die Firaya. Bei Firaya ist es nämlich das gleiche. Nein, Firaya ist tatsächlich erst seit 2 Monaten tragend. So, dann sage ich eben ganz ehrlich, es tut mir leid, aber dann werde ich Firaya erstmal noch kündigen, sobald das Fohlen da ist und ich Kapazitäten frei habe, kannst du mir sie gerne wieder geben. Aber das ist halt einfach sonst zu unübersichtlich. Ihr seht, ich habe jetzt gerade 12 drin. Und wenn ich jetzt jedes Mal immer bei den Fohlen warten würde, bis die kommen, teilweise eben 8 Monate warten würde, dann würde das irgendwann einfach zu viel werden.
Das heißt, also ihr dürft mir gerne Fohlen reinstellen, ihr dürft mir auch gerne tragende Stuten reinstellen, aber nur, wenn sie eben schon im 9. Monat tragend sind, bitte. Nicht vorher. Das müsst ihr eigentlich auch verstehen, weil sonst kann ich mich einfach nicht um jedes Pferd kümmern, weil ich dann durchklicke und völlig den Überblick verliere. So, der kleine Jakob, den habe ich ja behalten, weil es einfach so ein super süßes kleines Knuffi-Shetty ist. Und dann haben wir noch den Apple. Oder die Apple. Ist es eine Stute? Ja, es ist eine Stute. So, da sind wir auch schon ganz schön weit gekommen. Aber noch nicht weit genug. Da muss noch mehr her. So, unser Sorgenkind, der Jackson. Der ja immer noch dominant und ängstlich leider ist. Sada ist neu. Ja, Sada habe ich noch nicht gesehen. Die ist ja süß. So, jetzt tun wir sie erstmal schnell trainieren und dann gucken wir uns sie nochmal kurz an. Also ihr seht schon, wie schnell das jetzt teilweise beim Laden geht und mein PC ist wirklich nicht langsam. Aber trotzdem war halt manchmal das so ein kleiner weißer Bildschirm dazwischen, so ein Ladebildschirm. So, Sada ist ein Hanno, eine einfarbig schwarze Stute. 7 Monate inzwischen alt. Und soll irgendwann mal 1,63 werden. Das ist aber für einen Hanno eigentlich eher klein. Oh, der Finn ist ein Shetland-Pony-Fohlen, ein Palomino. Oh, ist der süß. Oh Mann, Candy, da hast du echt einen süßen kleinen Kerl. Ich gucke ihn mir mal schnell an. Ja, ein importiertes kleines Fohlen. Och, ist der knuffig. Aber warum steht er denn schon so lange? So ein süßes Ding muss man doch rausholen aus der Box. Der darf doch nicht so lange da drin stehen. Aber da würde mich jetzt interessieren. Nee, der ist tatsächlich gesund. Der hat keine Erbkrankheiten. An dieser Stelle zeige ich euch jetzt mal das, was ich euch eigentlich später zeigen wollte. Weil ich ja so ein Equine Passion Suchti bin, habe ich natürlich auch noch einen privaten Account, wo ich halt auch ein bisschen was ausprobiere teilweise, dass ich dann vielleicht ins Let's Play übernehme oder auch nicht. Und ich habe mir da auch ein Shetty importiert. Und zwar ist das Sweetie, ist ein Sorrel Pangare Graying Tobiano. Also er hat auch irgendwie so alles drin. Ich bin ganz gespannt, wie er denn aussieht, wenn er groß ist. Die Shettys haben ja noch keinen eigenen Fohlen-Skin. Aber wenn ihr euch das anschaut, das ist halt so der normale Fohlen-Skin, aber halt klein gezogen. Und ich finde das echt lustig, weil man muss das Fohlen schon in der Box suchen. Ja, also der Heuhaufen ist ja schon fast größer als das kleine süße Ding. Und ich hatte tatsächlich auch Glück, denn auch mein Shetty ist gesund. Und ich hoffe ja mal, dass ich ihn als Zuchthengst anbieten kann, den kleinen Kerl. Hier habe ich Abby. Abby ist ein deutsches Reitpony, 3 Jahre. Oh, sie hat auch Dappels. Ist Abby denn tragend? Nein, Abby ist nicht prämiert und nicht tragend. Soll ich die denn eventuell dann in Springen trainieren? Das weiß ich jetzt nicht, weil Springen hat sie eigentlich nur ein TK1. Da muss ich wohl mal Candy fragen, warum, wieso, weshalb die kleine Abby bei mir eingezogen ist. Hier haben wir noch einen Shetty. Och, ich bin ja echt ein Fan von den Kleinen. Och, süß. Ja, die Shettys sind schon echt knuffig. So, dann haben wir hier wieder Alma. Bei Alma waren wir schon. So. Dann werden wir jetzt noch mal schnell Vollzeit arbeiten gehen und noch mal kurz Minijob. Ich weiß, wir haben jetzt wieder überzogen, aber das funktioniert schon so. Was übrigens auch ist, ich bin inzwischen ein recht erfahrener Reiter. Also das hat sich tatsächlich sehr schnell auch verbessert und ich werde jetzt auch wieder anfangen, bei Cross Country ein bisschen zu trainieren, weil wir das ja dann auch für Mushroom brauchen.
Und eine Sache habe ich festgestellt und die macht mich total traurig. Ein Stall ist wirklich inzwischen teurer geworden. Also in der Beta ging es ja noch, da konnte man sich den ja mit knapp 50.000 zusammensparen. Aber hier ist es jetzt so umfangreich geworden, dass ich gar nicht weiß, ob ich mir den leisten kann. Zumindest jetzt noch nicht. Weil ich habe mir das mal hier in der Bibliothek angeguckt. Und ich habe mir das auch mal zusammengerechnet auf meinem schlauen Zettel hier vorne. Wir bräuchten eine Baufläche, die kostet uns 10.000. Wir brauchen 5 Boxen, die kosten uns 25.000. Eine Heuwiese und Heulager für jeweils 10 bzw. 5.000. Dann brauchen wir einen Reitplatz für 15.000. Und der Reitplatz ist ja dann erstmal nur im Sommer nutzbar und ja auch bloß für TK1. Das heißt, wir müssen ja dann diesen Reitplatz, also, nee, 15.000 war der Reitplatz schon so, dass ich gerechnet habe, weil 10.000 kostet der, den zu errichten auf Stufe 1 und dann jeweils 2,5 für die nächste Stufe. Das heißt, dann wären 15.000 für TK3. Dafür ist er aber noch nicht ganzjährig nutzbar. Das kostet nochmal 50.000. Das heißt, ich bin bei 65.000 für den Stall und den kann ich dann noch nicht einmal ganz nutzen. Und dann brauche ich nochmal 15.000, wenn ich Cross Country damit dazu nehmen will als zweites. Puh, das hat mich dann doch schon ein bisschen erschlagen, sage ich ganz ehrlich. Und da bin ich jetzt erstmal so ein bisschen geplättet. Ich meine, wir haben zwar inzwischen echt einen guten durchschnittlichen Gewinn und könnten uns da mit Sicherheit auch was Gutes leisten, zumal ich ja auch sehr gut gespart habe. Aber wow, ich glaube, damit warte ich tatsächlich noch ein bisschen, weil, wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, was Mushroom kostet. Also werde ich jetzt wohl erstmal das erste Jahr mit Sparen und Turnieren verbringen. Und dann mal gucken, wie das weitergeht. Also ich war eigentlich so total euphorisch. Ich will einen Re Stall, ich will einen Stall, aber nachdem er mindestens 65.000 kostet, wenn nicht sogar 80, wenn wir zwei Disziplinen haben möchten, oder dann eben 120, wenn wir den Platz auch noch als Reithalle haben möchten, 120 würde gar nicht funktionieren. Weil wir können hier ja maximal 60 Monate und da kann ich ja nur 50.000 aufnehmen. Also 50.000 auf 60 Monate und ich brauche 120.000. Also irgendwie funktioniert das nicht. Vor allem dann hätte ich eine monatliche Rate von 958 und das kann ich mir nicht leisten. Ich kann momentan maximal 377 pro Monat zahlen. Also da bin ich jetzt gerade echt schon ein bisschen geplättet und ich finde es auch total schade, weil das heißt, es gibt keinen Stall für Vieh. Zumindest jetzt noch nicht. Das ist ja total doof. Also heißt es sparen, sparen, sparen. So wie im Real halt auch. Und damit wünsche ich euch alles, alles Liebe. Wenn es euch gefallen hat, so ein kleines Däumchen nach oben wäre super. Oder ein Abo, wenn ihr das erste Mal hier seid. Ihr könnt ja aber auch noch bei einem anderen Projekt reingucken oder schaut euch einfach mal die alte Playlist durch. Da waren wir ja schon relativ weit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, eure Vieh.